die wollen uns tatsächlich in den Krieg schicken. Und die nennen auch noch den Zeitpunkt, wann das spätestens sein wird. Und täglich kriegen wir Meldungen in den Medien, die uns darauf vorbereiten und die das normalisieren wollen, diesen Zustand, diese Absicht, diese Idee des Kriegs. Wer keinen Krieg will, und das will ja niemand, der muss reagieren. Das heißt, Altparteien oder auch die Union als Oppositionspartei kann man vergessen. Die wollen alle den Krieg. Die wollen, dass wir da drin sterben, unsere Kinder und Enkel. Weltrechtlich wählt eine Partei, die keinen Krieg will. Und das ist die AfD. Auch wenn es immer heißt, gegen rechts, es ist die Friedenspartei und die anderen sind die Kriegsparteien. Heute ist der 12. Juli 2024, Freitag. Das ist wirklich ein Appell an Leute, die nicht ihre Kinder, ihre Enkel verlieren wollen oder ihr eigenes Leben riskieren wollen. Aber ich finde, Kinder und Enkel, Kinder, Enkelkinder sind zu wertvoll, als dass man die verheizt für einen bescheuerten Krieg. Denkt drüber nach. Schönen Tag noch. Ciao.